Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei QSO4U Tech. Heute habe ich mal ein YouTube-Thema vorbereitet und das Thema beschäftigt mich des Öfteren, sage ich mal, wenn ich als QSO4U-Projektleiter irgendwo mit Leuten zusammensitze und es geht um das Thema YouTube, dann kommt recht schnell das Thema Netzwerke auf, dann geht es recht schnell in die Netzwerkrichtung und da wird gefragt, Mensch, in welchem Netzwerk bist du? Vorneweg kann ich schon mal sagen, QSO4U ist in keinem Netzwerk und das soll jetzt auch keine Aufforderung sein, vielleicht an irgendwelche Channel-Manager, die uns dann wieder mal zuspammen. Wir werden auf absehbare Zeit auch in kein Netzwerk beitreten. Ich möchte euch aber trotzdem mal zeigen, wie ihr rausbekommt, in welchem Netzwerk euer Lieblingschannel ist. Ich sag mal so, oftmals kriegt man das natürlich mit, in Form von, entweder der YouTuber sagt es selbst oder man bekommt es mit, weil die sehr viele Kollaborationen mit anderen YouTubern machen, von denen man eben weiß, dass die in einem Netzwerk sind. Und in welchem Netzwerk die sind. Es gibt allerdings auch Fälle, wo das nicht so offensichtlich ist, wo es etwas versteckt ist. Und ich zeige euch heute mal drei Methoden, wie man das rausbekommen kann, in welchem Netzwerk ein YouTuber ist. Die erste Methode, das ist wirklich die allersimpelste Methode. Dafür habe ich mal den lieben Dena rausgesucht. Der Felix von der Laden hat nämlich in seinem Profil das Netzwerk drin. Also es gibt Netzwerke, die bestehen darauf, dass sie eben verlinkt werden in der Kanalinfo und hier sieht man ganz schön Impressum tube1.com/impressum und hier unten hat das auch nochmal verlinkt. Also das ist eine der simpelsten Varianten, wie man rauskriegt, in welchem Netzwerk sich ein YouTuber befindet. Bei Gronkh ist es allerdings ein bisschen anders, wenn man sich den Channel mal anguckt, die Channel-Info von Gronkh, da sieht man das zum Beispiel jetzt nicht so, da ist eine Firma drin und das Impressum seiner Firma, das ist ja soweit alles in Ordnung, aber er steckt mit seinem Channel nämlich in einem anderen Netzwerk und das wissen viele eben nicht und das Netzwerk ist ja auch nicht verlinkt. Wie bekomme ich das da raus? Kommen wir nun zur Methode 2. Die Methode 2 bedeutet, man ruft ein Video von Gronkh auf oder von seinem Channel, wo man es eben wissen möchte und gibt hier beim Firefox oder sagt man hier Seitenquelltext anzeigen. Und dann lädt der Quellcode von dem YouTube-Video, also von der Seite, von der YouTube-Seite, wo das Video eingebunden ist. Und man sucht hier nach Name Attribution, also Name Attribution. Und dann sieht man hier Content Studio 71 Managed. Also Studio 71 ist das Netzwerk, in dem sich der Channel Gronkh befindet. Dritte Methode ist, man geht auf die Seite Social Blade. Social Blade ist ja so eine YouTube-Statistik-Seite, da kann man einiges abrufen von YouTube-Channeln her. Und die Seite weiß auch, in welchem Netzwerk sich YouTuber befinden. Man muss allerdings ein bisschen aufpassen, denn es kann sein, dass Videos von Netzwerken geclaimed werden oder eben von, genau, von Netzwerken geclaimed werden. Und da wird die Statistik ein bisschen verfälscht. Das heißt also, im besten Fall sollte man sich dann doch mal die Videos angucken und den Quelltext der Videos gucken. Denn, das haben wir nämlich jetzt auch gemerkt, das ist jetzt eine Insider-Information mehr oder weniger, wenn man sich nämlich mal den Channel QSO4U Tech, also von uns den Channel hier anguckt, den geht man mal hier bei Social Blade ein, dann kam uns zuerst ein Schock, hä, warum sind wir im Fullscreen-Network? Das hat den Grund, ein Video von uns wurde geclaimed und ist deswegen im Fullscreen-Netzwerk erschienen. Also das heißt, wir haben Videocontent von Fullscreen verwendet. Das war allerdings vom Zitatrecht gedeckt, weil es ein journalistischer Beitrag war, das nur mal so nebenbei, aber verklicke das mal YouTube. Und da kannst du noch so sehr das Kalkofe-Urteil hinschicken und sonst was, aber das hat alles nichts genützt. Und letztendlich wurde dieses eine Video geclaimed. Das heißt, wenn man dieses eine Video bei uns anguckt, wird man im Quelltext Fullscreen Network finden. Wenn man sich die anderen anguckt, wird man sehen, dass da kein Netzwerk drin steht. Also das nur mal so als Hinweis, deswegen Social Blade ist aus meiner Sicht ganz nett, aber wie gesagt, da ist ein Video mal über ein Netzwerk gegangen, zwangsweise, und dann erscheint das hier gleich drin. Das ist allerdings bei Gronkh nicht der Fall, also der ist wirklich bei Studio 71, wollte ich nur mal so sagen. Aber das nur so als Hinweis. Jetzt habt ihr drei Methoden, so könnt ihr rausfinden, in welchem Netzwerk YouTuber sind. Vielleicht machen wir nochmal ein Video allgemein zum Thema Netzwerke, wenn da Interesse besteht.
mal gucken, wir hätten auch Leute, die eben gerade in Netzwerken sind, da habe ich Kontakte hin und die Frage ist halt immer, wollen die was drüber erzählen, dürfen die was erzählen, denn oftmals ist es so, dass man natürlich Geschäftsbeziehungen nicht gefährden möchte und zum anderen hat man natürlich auch irgendwo mal einen Vertrag unterschrieben und da kann man dann sein eigenes Netzwerk oder wie auch immer sein ehemaliges Netzwerk nicht so an den Pranger stellen. Prinzipiell sage ich mal, das kann ich schon mal vorneweg sagen, wir sind nicht ohne Grund in keinem Netzwerk. Also es ist jetzt nicht so, dass man Netzwerke komplett verteufelt, aber es gibt halt eben Fälle, gerade bei uns hier, wo wir halt gemerkt haben, Netzwerke bringen uns eben nichts. Das sei nochmal am Ende gesagt und deswegen sind wir halt in keinem Netzwerk. Also ich habe schon mehrere Angebote bekommen, ich habe auch schon einen sehr nervigen Anruf bekommen von einem Channel Manager von einem Netzwerk, der also wirklich sehr penetrant nachgefragt hat und sich sehr lange mit mir unterhalten hat. Letztendlich ist nichts dabei herumgekommen, weil das Ganze dann eher so auf der Ebene ablief, ja, was könnt ihr uns eigentlich bieten oder wie soll das dann ablaufen und darauf gab es eben keine oder sehr unbefriedigende Antworten und eben nur, dass man in einem Netzwerk ist, das bringt einfach nichts. Also sei euch vielleicht gesagt, gerade jüngere YouTuber neigen immer dazu, also nichts gegen jüngere YouTuber, aber es ist halt nun mal so, dass die dazu neigen, dass sie sagen, Mensch, ich möchte unbedingt in einem Netzwerk sein und ach, guck mal, der ist auch in dem Netzwerk, da möchte ich auch rein. Das ist oftmals die falsche Entscheidung, da deswegen nur in ein Netzwerk reinzugehen. Und man sollte natürlich ziemlich lange überlegen, was man da macht und vor allem auch mal vergleichen auch und sich Zeit geben, um eben wirklich die Entscheidung dann zu fällen, weil unter Umständen bindet man sich für mehrere Jahre und dann hat man, dann ist die Kacke buchstäblich am Dampfen, sag ich mal. Und dann hat man solche Probleme wie damals Unge. Übrigens, wer noch ein bisschen mehr zum Thema Netzwerk, das fällt mir gerade ein, sehen möchte von Kurs4U, wir haben da eine kleine Diskussion geführt auf dem Tech-Channel. Wenn ich dran denke, verlinke ich das Ganze mal. Da ging es damals um die Geschichte mit Simon Unge, mit seiner Aktion Hashtag Freiheit. Das Ganze ist, sag ich mal, zwar jetzt nicht mehr so aktuell, in Bezug auf Unge, aber das Ganze, was über Netzwerke dort gesagt wurde und das Ganze, was wir da mal so ein bisschen zutage befördert haben, da war ich nicht allein, das war eine Gesprächsrunde mit 3 oder 4 anderen Leuten noch. Da ist noch sehr viel Wahrheitsgehalt dran, sag ich mal, und sehr viel Aktualität einfach. Und das könnt ihr euch gerne mal angucken und oder anhören vielmehr. Das ist mehr oder weniger ein Audio-Podcast von uns. Und da geht es wirklich dann um das Thema YouTube-Netzwerke. So, lange Rede, kurzer Sinn. Vielen Dank fürs Zusehen. Uns würde es natürlich freuen, wenn ihr unter dem Video einen Daumen hoch lasst. Lasst vielleicht auch mal eure Meinung in den Kommentaren zum Thema Netzwerke allgemein. Vielleicht seid ihr auch selbst in einem Netzwerk. Müsst ihr natürlich nicht schreiben, kriegt man ja raus. Wir haben es ja jetzt gesehen. Aber ihr könnt vielleicht auch mal schreiben, was ihr so gehört habt über Netzwerke oder so. Das wäre mal ganz interessant. Wie gesagt, wenn der Bedarf besteht, gibt es nochmal ein extra Video. Derzeit ist es aber im Moment nicht geplant. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Steffen Kolb von Kurs4U Tech.